Ja, schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Vorlesung Psychotraumatologie. Mein Name ist Christoph Nickendey. Ich bin leitender Oberarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik und Leiter der Sektion Psychotraumatologie. Und ich freue mich, Sie heute zur Vorlesung begrüßen zu können. Vorab möchte ich allerdings eine Botschaft von 2slides4future vorausschicken. Eine Initiative, die wir heute mit Ihnen zusammen starten und einen Impuls geben möchten über den Klimawandel und hierüber in Diskussion und ins Gespräch kommen möchten. Wie Sie alle wissen, hat unter der Schülerin Greta Thunberg seit dem August 2018 die Bewegung Fridays for Future begonnen und an Tagen wie zum Beispiel dem 15. März 2019 haben sich fast 2 Millionen Schüler zusammengefunden. Diese Bewegung und die Daseinsberechtigung dieser Bewegung wurde von über 26.000 Wissenschaftlern begrüßt und unterstrichen, wie auch in Science in diesem Jahr publiziert. Andere Bewegungen wie die Extinction Rebellion wenden sich dagegen, dass das Glück Einzelner und der Reichtum Einzelner über die Gefahr der Auslöschung unserer Menschheit gestellt werden. Wir möchten auch etwas dazu beitragen und haben deshalb die Bewegung 2slides4future gegründet und ich freue mich sehr, dass das Team heute anwesend ist, das seit Wochen diese Kampagne vorbereitet hat und wir möchten zu Beginn jeder Präsentation, jeder Vorlesung, jedes wissenschaftlichen Vortrages 2 Folien zum Klimawandel zeigen und zu den Auswirkungen, die dieser hat. Warum machen wir das? Sie wissen, dass die CO2-Konzentration kontinuierlich steigt, aktuell auf einen Wert von 400 Parts per Million entgegen, aber dass wir dennoch alle unsere Ressourcen brauchen. Am 3. Mai diesen Jahres war der deutsche Earth Overshoot Day, das heißt, an diesem Tag haben wir alle Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, bereits aufgebraucht und wir würden heute 3,2 Erden benötigen, um unseren Lebensstil rechtfertigen zu können. Und dennoch gehen wir den Annehmlichkeiten unseres Lebens nach. Wir verbrauchen für einen New York-Flug 4 Tonnen CO2. Das übersteigt unser persönliches CO2-Guthaben um 1,5 Tonnen, obwohl wir wissen, dass die Meeresspiegel bis Ende des Jahrhunderts um etwa 50 Zentimeter bis 2 Meter steigen werden und, wie Sie alle wissen, wir blicken auf die heißesten und trockensten Jahre seit der Wetteraufzeichnung zurück und dies wird, und dort werde ich auch in der Vorlesung Psychotraumatologie wieder darauf zurückkommen, zu extremen Migrationsströmen, vor allem aus Südostasien, Lateinamerika, aber auch der Subsahara-Region führen mit unvorstellbaren Auswirkungen. Zweitens möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, was sind überhaupt die psychologischen Phänomene des Klimawandels. Von den Experten wird häufig gesagt, wir haben es mit einem Phänomen der kognitiven Dissonanz zu tun, also dass unterschiedliche Bewusstseinsinhalte, Motive oder Bedürfnisse einen innerpsychischen Widerstreit führen. Allerdings denke ich vielmehr, dass wir die Bedrohung, der wir aktuell ausgesetzt sind, vielmehr abspalten, verdrängen oder verleugnen. Vielleicht so, wie wir es tagtäglich mit dem eigenen Tod tun. Allerdings ist unsere Erde noch nicht dem Tod geweiht, sondern wir können aktiv werden. Diese psychologischen Phänomene führen zu einer doppelten Buchhaltung. Natürlich sind wir dafür, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt. Natürlich sind wir dafür, dass unsere Kinder eine Zukunft haben. Aber unsere individuellen Kurzzeitziele stellen wir oft über diese Motive hinaus und gehen unserer enormen oralen Gier nach. Dies führt auch dazu, dass wir verzerrte Entscheidungsbalancen im Sinne eines Ablasshandels tätigen. Zum Beispiel, vielleicht bin ich bemüht, wenig Fleisch zu essen, aber ich fliege mehrmals im Jahr interkontinental in den Urlaub. Das Gute dabei ist, dass es so zu sein scheint, dass diese Phänomene und die Sorge, die damit zusammenhängt, immer mehr in unser Bewusstsein kommen.
über 70% der Deutschen haben mittlerweile Angst bezüglich des Klimawandels und dessen Auswirkungen. Natürlich muss die Politik etwas tun, vor allem die Frage, was und wie kann eine Postökonomie, eine Postgewinnökonomie leisten und wie können wir eine grüne Null im Gegensatz zu einer schwarzen Null erreichen. Und natürlich ist die Politik gefragt, aber es wird nicht ohne Verzicht gehen. Das Gute dabei ist, dass die Glücksforschung uns bestätigt, dass der kontinuierliche Anwachs von Wohlstand oder monetären Besitztümern nicht mit dem Glücksempfinden zwingend zusammenhängt. Und auch eine gute Botschaft ist, dass die kognitive Forschung auch zeigt, dass es einen Wertewandel geben kann und dass auch neue Werte in Bezug auf den Klimawandel entstehen können, wie zum Beispiel die Flugscham. Ich würde mir wünschen, dass Sie als Studierende, als Kollegen und als junge Wissenschaftler oder erfahrene Wissenschaftler diese Botschaft mit uns, mit in die Welt tragen, damit wir in einen Diskurs, in einen Austausch kommen, dass Sie diese Kampagne unterstützen, dass Sie selbst bei Ihren Vorträgen 2 Folien vornab präsentieren und dass wir uns immer bewusst sind, mit welcher Gefahr und welcher Bedrohung im Rücken wir durch den Alltag gehen. Hier möchte ich jetzt mit meiner eigentlichen Vorlesung zur Psychotraumatologie beginnen und werde auf einzelne Aspekte, vor allem die der Flucht und Migration im Rahmen der Aspekte der Psychotraumatologie, noch einmal zurückkommen.